Hallo und schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem kurzen Video zum Rasencheck. Wir machen jetzt jeden Tag einen kurzen Rasencheck. Ich werde immer einen Tag später dann das Video hochladen. Ich glaube, so schaffe ich das. Mal gucken, wie ich das mache, wenn ich wieder arbeite. Also ein kurzer Check über den Rasen. Was geht ab? Wie sieht's aus? Und dann war's das schon. Kurz mal die Temperaturen gesagt. Wir haben heute um die 8 Grad, die Sonne scheint, es ist relativ warm. Die Würmer halten sich noch nett zurück. Die Amseln buddeln hier und da ein paar Löcher, ziehen sich ein paar Engerlinge oder ein paar Larven aus dem Boden raus. Ich habe doch diverse braune Stellen. Das sieht sehr stark nach Pilz aus. Sehr viele braune Stellen. Überwiegend ist der Rasen aber schön grün. Hier ist eine relativ blöde Stelle hier vor meinem Ostnachbarn. Da ist er sehr, 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 sehr braun und sehr licht. Schon sehr licht der Rasen. Ja, hier auch sehr braun. Das sieht nicht gut aus. Das sieht richtig, richtig schlecht aus. Eine ganz braune, kaputte Stelle. Oha. Ja, mal gucken. Hier sieht man schon wieder die Quäke, die dominant ist. Das ist nicht so schön. Hier hinten bei meiner Zwetsche ist der Rasen auch relativ licht, relativ viele offene Stellen. Und ja, der Check schnell beim Nachbarn. Ein paar dunkle grüne Stellen und sonst ziemlich, ziemlich gelblich-bräunlich, auch noch sehr licht, der Rasen meines Nachbarn, ein paar schöne grüne Puschel dazwischen. Ja, da hat er noch einen großen Schaden, den hat er noch nicht repariert. Riesenschaden. Ja, hier rüber, mir rüber geguckt, bisschen im Gegenlicht. Ach, ist schon hübsch, ne? Ist schon schön. Ja, bis morgen. Tschüss.